Ja, hallöle Freunde der guten Laune, der besten Unterhaltung und einen wunderschönen Sonntagnachmittag zu Animal Trainer Simulator, dem Prolog, das seit, glaube ich, Freitag erschienen ist und sogar laut Steam echt beliebt bei den meisten irgendwie sein soll, zumindest die sie runtergeladen haben, und es waren davon richtig viele gewesen. Auch wenn es sich auf den ersten Blick jetzt nicht so den Anschein macht, scheint es halt, wie gesagt, gut anzukommen. Es wirkt ein bisschen, ich sag mal, plump, aber plump muss ja nicht immer unbedingt schlimm sein. Hauptsache, es macht Spaß, und da werden wir uns heute mal jetzt umschauen, wie gut ist das Spiel, beziehungsweise ob es eigentlich eher, das Allerwichtigste, ein Spiel für euch wäre. Ich gebe natürlich auch meine Meinung ab, aber wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache. Denkt daran, guckt euch es einfach mal ganz gerne an, ob es was für euch wäre. Und ich würde sagen, wir legen los. Optionen, ja, alles hoch eingestellt. Das ganze Video wird natürlich in 4K hochgeladen und könnt ihr euch halt, wie gesagt, ein eigenes Bild davon machen. Los geht's. Gut, da sind wir auch schon. Ach scheiße, ich habe mein Lenkrad noch angeschlossen. Also, hier sind wir also auf unserem Hof. Das sieht eigentlich sehr nett aus sogar. Schön. So, Anleitung Hunde. Geben Sie das Tablet ein, indem Sie tappt. Also, gut, nicht das beste Deutsch, aber geben Sie das Tablet ein mit Tab. Das ist unser Tablet. Jetzt gehen wir nämlich hier auf Baumodus. Und jetzt können wir was bauen. Anleitung Hunde und kaufen Sie ein Hundehaus. Das geht aber relativ schnell los, was gar nicht mal so schlimm ist. Und das bauen wir jetzt einfach. Können wir auch ein bisschen reinzoomen, ja? Gute Frage. Ach, X, da darf ich nichts bauen. Warte mal. Ach, hier. Oh. Kann ich hier auch... Ah, okay, so kann ich auch ein bisschen nach links und rechts. Wo kann ich das denn bauen und wo nicht? Okay, ich baue das einfach hier irgendwo in der Nähe. Hier ist nicht erlaubt. Aber hier. Gehen Sie auf das Tablet und nehmen Sie Bestellung von Kudenking. Wir haben nämlich neue Nachricht bekommen. Hier ist also... das Hundegehege. Das ist ein bisschen doof gesetzt, war? Kann das sein? Sieht ein bisschen doof aus. Warte mal, nehmen wir unser Tablet. Achso, erstmal sollen wir auf Messenger gehen. Alonso hat nämlich geschrieben, hallo, ich muss ein Haustier trainieren, bitte komm. Stellen Sie sicher, dass Sie einen freien Platz für mein Haustier haben. Das Haustier soll wie folgt trainiert werden. Ausbildungsanforderung ist Foto geben, hinlegen, Grund verteidigen. Okay, Tier wird registriert. Hier einmal zuweisen. Ist das jetzt da drin? Nee. Kann ich das doch irgendwie hier umstellen? Okay, gut. Tiere. Das ist Pandora. Pandora ist vom Besitzer Alonso. Zeit bis zur Abholung 29 Minuten wahrscheinlich. Gut, kann ich jetzt darauf zugreifen? Nein, okay, gut. Wie gesagt, ist alles ein Prolog. Ist, wie gesagt, noch in der Entwicklung. Jetzt holen wir Pandora ab. Also ich weiß jetzt nicht, welche Tiere alle mit dabei sind, die wir trainieren können, aber ich denke mal Hund und Pferd auf alle Fälle. Ah, guck mal, hier waren noch ein paar andere Autos mit, das ist auch ganz cool. Also hübsch sieht schon aus, hier ist ein vollkommen in Ordnung, reicht vollkommen aus. Ich denke mal, der Simulator wird wahrscheinlich sowieso sich so bei 15, 19 Euro ansiedeln. Diese, ja, ich sag jetzt mal, doch von... so hauseigenen Entwicklerstudios, die sind da ein bisschen günstiger. So, jetzt fahren wir aber irgendwie ein bisschen weit weg, wa? Weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier einfach über die Wiese fahren darf oder so. Mache ich jetzt einfach mal. Ach, guck mal hier, da führt ja auch ein Weg rein. So wie man es so ein bisschen kennt. Da sind wir auch schon. So, beschleunigen, bremsen, abbiegen, Kameraansicht, F ist aussteigen. Okay, akzeptieren, schließen. Oh, Pandora. Status. Training. Okay. Training, streichen. Streichen Sie den Kopf des Haustiers. Okay, geht gerade nicht. Spielen. Okay, Haustier belohnen. Okay. Kommt er jetzt mit uns mit? Ja, ach, sehr süß. Da müsste wahrscheinlich jetzt hier mit einsteigen. Oder müssen wir ihn erstmal die Tür öffnen? Das kann aber auch sein. Ah, warte mal. Tier ins Auto bekommen. Süß gemacht und angeschnallt ist er auch.
Guck mal, es ist süß. Gut, jetzt bringen wir ihn. Wohin? Fahr einfach mal hier lang. Keine Ahnung, wo ich es mit ihm hinfahren soll. Vielleicht, na doch, wir nehmen ihn ja mit zu uns. Bin ich der Meinung. Die Frage, die Anfrage war ja gewesen, sie hoffen ja, dass wir genug Platz für den haben. Komm, ich fahre mich jetzt hier überhaupt nicht. Das sieht aber noch ganz ordentlich aus. Ah, wahrscheinlich sollen wir erst einmal zum Tierladen fahren. Ne, hier ist Pet Shop, da sollen wir erstmal nicht fahren. Doch, hier. Ach, sogar NPCs sind hier in der Welt integriert. Wie gesagt, ist jetzt natürlich jetzt nicht High-End oder jede Menge, aber für den Anfang schon mal gar nicht schlecht. Betreten Sie ihn an und kaufen Sie einen Hundesnack. Gut, ganz einfach gehalten. Hier, das mal kaufen. Okay, Taschen für die Hundefutter kaufen. Okay, das war's, glaube ich, gewesen. Genau, betrete das Auto wieder. Ganz simpel, ganz einfach. Also wichtig für mich, vielleicht mal ein kleiner Anmerk, weil ich ja gesagt habe, ihr könnt ja selber gucken, wie es euch gefällt, ist natürlich so ein bisschen die Tatsache, wir sollen jetzt nach Hause fahren, dass, was macht er hier? ist natürlich auch, dass wir auch mit den Tieren ein bisschen was machen, also jetzt, wie dieses jetzt gerade in den Laden reingehen und nur wahllos auf irgendwas klicken und es haben wollen, oder dass jetzt so viel jetzt an coolen Features entsteht, das dürfte jetzt beim Tiere trainieren nicht dabei sein. Also einfach nur anklicken, ja, boah, ich will jetzt hier einfach nur, dass du jetzt hier Pfote gibst. Und das war's. Also ein bisschen möchte ich schon damit den trainieren, dass man Anforderungen hat. Das wäre mir persönlich sehr wichtig. Da vorne ist auch unser Häuschen. Wie gesagt, die Hundehütte würde ich ganz gerne eigentlich nochmal umstellen. Aber ist halt so, wie es ist. Okay, einmal aussteigen. Packe die Snacks aus dem Auto. Das meine ich. Ja, das ist halt schon, da fängt es schon mal an. Einfach nur zum Haus gehen und das war's dann. Okay. Setze den Hund in das Hundehaus und lass ihn frei. Gut, der Hund hat erstmal den Wagen weggedrückt. Ach, warte mal, hier vielleicht, oder? Interagieren. Gesundheit ist jetzt so schlecht, was ist denn da los? Haustier loslassen, okay. Ach Gott, ist der süß. So, und der frisst jetzt erstmal. Mit Wasser füllen. Du machst das hier füllen? Ach, das ist einfach nur ein Schlafplatz. Oh, ist der süß. Okay, betreten Sie das Tablet und kaufen Sie ein Gebäude für die Hundepflege. Jetzt bin ich auch mal gespannt, können wir denn irgendwie noch was bearbeiten? Bestimmt später irgendwie. Gut, wir sollen jetzt Waschanlage. Bauen wir jetzt mal hier nebenan. Nehmen Sie jetzt hier an die Leine. Also wir machen schon hier ein bisschen was. Das ist ganz cool. Einmal anleihen. Und dann waschen wir den anscheinend hier. Pff, süß. Also wie gesagt, ein bisschen mehr könnte es halt sein. Dieses Animieren ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber Interaktionen sind auf alle Fälle gegeben. Gut. Schließt den Waschlauch wieder weg. Jetzt kommt einmal das hier. Den Schwamm.
Okay, das ist schon mal schöner mit dem Schwamm. Halt schön einseifen. Einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Genau, die Schwanz dürft ihr nicht vergessen, das ist wichtig. Bis alle Seifenblasen wieder weg sind. Gut. Abgeschlossen. Führ den Hund nach draußen. Lass das Tier von der Leine loslassen. Warte mal, wieder anleihen vielleicht? Komm mit. Wahrscheinlich soll er hier in den Käfig rein, das kann sein. Tier und Vieh vielleicht auch mal belohnen, wäre nicht schlecht, oder? Das ist das Tier von der Leine. Kann man vielleicht hier irgendwo so, keine Ahnung. Nehmen wir hier mit. Ah, okay, doch weiter weg. Streich das Tier, bis du sein Vertrauen gewinnst. Okay, streicheln. Das ist aber auch wirklich süß. Aber wie? Ah. Oh, das ist süß. Also, das ist schon mal sehr cool. Wie gesagt, Interaktionen sind immer mega wichtig. Könnt ihr von allen Seiten machen. Macht sich immer ganz gut. Also, ihr könnt auf, über den Kopf könnt ihr zum Beispiel, doch, über den Kopf geht auch. Wenn ihr jetzt natürlich ein bisschen schneller haben wollt, müsst ihr andere Positionen finden. Ansonsten könnt ihr auch andauernd über den Kopf streicheln. Man muss jetzt auch nicht für die Punkte, obwohl. Ja, ist wenig. Müsst ihr, wie gesagt, einfach mal ein paar Positionen finden, wo ihr nicht drauf wart. So, sehr schön. Trainiere das Tier. Oh, das wird jetzt lustig. Training. Pfote geben. Okay. Richte sie mit der Pfote des Haustiers aus, indem sie auch eine. Ah, cool. So, okay, also wir müssen versuchen zu erahnen, wo er hin möchte. Ja, zweimal. Oh gut, das ist lustig gemacht. Könnte sich aber jetzt auch mal ein bisschen wechseln. Achso, aber die Taste wechseln, das ist schon mal ganz cool. Ja, wir könnt ja auch mal nach rechts. Er täuscht aber auch mal so ein bisschen an. Guck mal jetzt hier. Zack. Und dann. Ja. Aber gibt man auch wirklich. Ach, guck mal, jetzt macht er Lütte. Das ist ja ein Arsch. Ach, ganze Zeit zum Narren gehalten, war. Aber. Also, nichts gegen die, die sowas machen. Aber man holt sich einen Hund und sagt dann, trainiert den Hund, weil der Foto gibt. Also, klar, es gibt sowas, aber ich denke mir so, das kann man ja auch noch versuchen, selber zu machen. Klar, wenn du ein Problem mit dem Hund hast, dann geht's mit Training. Wenn du generell natürlich den austoben möchtest und den generell noch mal ein bisschen, ein paar Sachen, ich sag jetzt mal, beibringen möchtest oder den halt besser lernen möchtest, durchs Leben zu kommen, dann kannst du gerne zum Hundetraining gehen, weil manchmal brauchen die auch diesen Auslauf, ist halt einfach auch so. Aber jetzt so Pfote geben, würde ich jetzt auch niemandem Fremdes irgendwie überlassen. Gib ihm kleine Belohnung, um das Lernen zu verstärken. Belohnen? Hä?
So, jetzt sollen wir nochmal trainieren, oder was? Ach, hinlegen. Okay, drücken Sie die linke Maustaste, wenn sich der Hund im blauen Bereich befindet. Wiederholen Sie das 5-mal. Okay. Okay. Das war schon gewesen? Okay. Das war ja relativ easy. So, belohnen. Das sehe ich immer gar nicht. Achso, okay, der freut sich anscheinend. Betrete das Tablet, indem Sie die B-Taste drücken, kaufen Sie einen Angriffstrainingsplatz. Oh, das ist interessant. Wie gesagt, gerade auch das Verteidigen bei manchen Hunden ist ja auch sehr wichtig für die Leute. Angriffsplatz. Machen wir mal, können wir auch hier ein bisschen was machen? Können wir das eigentlich auch? Ach, drehen können wir auch. Ich glaube, hier ist ganz nett, wa? Okay, wir haben ein bisschen Spielraum. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ach, ja, die Leine nehmen. So, die soll jetzt angreifen. Achso, okay, das ist ja einfach. Also wir sollten jetzt nur mit der Leertaste drücken und schneller sein als der Pfeil, der gerade von links nach rechts geht. Gut. Ja, ist immer schön, wa? Wenn man einen Hund hat, der die Schwiegermutter angreift. Gut, das ist jetzt auch nichts Schweres. Oh, Kuh müssen wir noch drücken. Nochmal ein letztes Mal. Also schneller wird der Balken nicht. Wir müssen jetzt halt wahrscheinlich noch eine Taste wieder drücken, nämlich Q. Und dann war es das auch schon gewesen. Und einmal belohnen. Ja, wo ist er jetzt? Nimm das Tier mit zum Auto. Jetzt bringen wir ihn wahrscheinlich wieder weg. Okay. Gut, dann fahren wir aber da lang. War, glaube ich, ein etwas kürzerer Weg. Ja, also das ist schon mal ganz cool. Interagieren tun wir schon mal mit den Tieren. Also stupides Klicken, ja, ist es ja irgendwie, aber ich hatte so ein bisschen Befürchtung gehabt, wie es gerade bei dem Haus war, wo wir Sachen abgegeben haben, wie wir im Laden gerade Sachen gekauft haben, so stupides Klicken, ein bisschen musste ich ja schon darum kümmern, aber jetzt auch ehrlich gesagt nichts Weltbewegendes. Achso, Hunger, Durst und Müdigkeit können wir natürlich auch fühlen und miterleben. Also da müssen wir uns auch so ein bisschen darum kümmern. Vielleicht jetzt nicht gerade in der Prolog-Version, gerade nicht im Tutorial, aber darauf müssen wir halt schon ein bisschen. Also bin ich gerade im Kreis gefahren? Nee. Ich wollte gerade sagen, jetzt sah es gerade so aus wie dieser eine Bauzaun, der auch bei unserem Hof ist. Oh, ist das der Nachbar? Ist das ein Herrchen? Hier bei dem abgeben oder was? Der läuft nur da hier und her. Okay, der will nicht. Nehme ich jetzt einfach mal ganz kurz mit. Ich fahre jetzt einfach nochmal eine kleine Runde, Freunde. Ansonsten habe ich jetzt gar keine Lösung. Müssen wir einfach nur hier einsteigen? Bleib da. Hab Spaß, denn dein Herrchen kommt gleich. Falls ihr es nicht klappt, Freunde, das war gewesen. Leider Gottes, bisschen schade, weil das Spiel echt Stärken aufgewiesen hat. Also hier gerade mit dem Interagieren des Tieres oder der Tiere später auch, weil wir können auch noch uns irgendwann dann als Pferdetrainer ausgeben und dementsprechend wahrscheinlich fast dasselbe machen, was wir jetzt mit dem Hund kennengelernt haben. Interessant ist auf alle Fälle, wie gesagt, aktuell irgendwie da dieses Fehler, dieses Problem. Ich kann gerne nochmal später drüber schauen, aber das soll es erst einmal gewesen sein. Wir wissen, worum es geht. Wie gesagt, ihr baut das Ganze ja hier nach und nach noch ein bisschen aus. Das ist halt auch das ganz Coole daran. Ansonsten, Freunde, war es soweit gewesen. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen angenehmen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski.
guck mal, hier können wir auch sogar reingehen. Ah, okay, das ist doch mal richtig cool. Soll wenigstens ein bisschen was Schickes hier haben. Es tut mir der Hund leid, der wartet auf sein Herrchen, wa? Kann ich auch irgendwo... Oh, schlafen. Guck mal, was jetzt passiert. Gar nicht. Der Hund wartet immer noch. Wir holen den Hund wieder zurück. Hm. Komm mit nach Hause, komm. Hm? Du darfst bei mir wohnen. Aber schönes Häuschen, wa? Komm, denk ich mit, der Hund? Ja, komm mit. Trau dich. Dann kommt der mich nach oben. Neue Sachen kann ich auch nicht kaufen. Also wir bleiben jetzt hier so ein bisschen an der Stelle stehen. Einmal interagieren. Loslassen. Das geht hier lustigerweise. Ja, gut. Schade.